Guten Morgen, liebe Menschen aus einem Ort in Belgien. Wir sind hier in unserer Unterkunft, die kennt ihr ja schon. Und ich muss mal gucken, was ich jetzt heute Morgen auf die Schnelle esse. Ich habe das hier im Supermarkt gefunden. Offenbar kippt man sowas in Belgien aufs Brot. Oder wir haben jetzt hier so Waffeln und das kann man wohl als Nutella-Ersatz benutzen. Nein, keine Ahnung, was die damit machen. Ich gucke jetzt mal, wie es schmeckt. Oh, geht schon daneben. Keine Ahnung, wie viel man da so drauf macht. Ich habe das ja nur vom Serviervorschlag einer anderen Packung, die aber mehr gekostet hat, vom Konkurrenzprodukt. Daher weiß ich, dass man das da wohl irgendwo drauf schüttet. Jetzt mal gucken, wie das so schmeckt. Ja. Also praktisch zu essen ist es nicht. Und besonders lecker ist es auch nicht. Also irgendwie unnötig. Unser erstes Ziel für heute ist hinter uns. Eine abgebrannte Villa. Okay. Also hier ist zwar ein Kellerfenster, aber das sieht nicht so aus, als würde das hier irgendwas bringen. Hier ist bestimmt ein Eingang dahinter. Also hier braucht man auch nicht mehr reinzugehen. Wir können es auch von draußen filmen. Ihr seht den Zustand. Da ist nichts mehr zu erkunden. Das ist alles nur noch eine Ruine. In meiner Liste der Orte habe ich mir für das hier heruntergekommene Hütte notiert. Gucken wir mal. Aber ich glaube, wir steigern uns heute. Es kommt noch ein bisschen was Besseres heute. Mit der Veröffentlichung dieses Videos habe ich dann jetzt auch den Rückstand aufgeholt. Wir waren ja immer einen Tag zurück mit den Vlogs, weil wir am zweiten Tag Probleme mit dem Internetzugang hatten. Die haben wir eigentlich immer noch. Aber wir haben es trotzdem geschafft, über Nacht mal was hochzuladen. Und jetzt seid ihr also wieder auf Stand. Ich wollte gerade schon wieder über einen Stuhl reinklettern, aber es geht doch auch einfacher. Also technisch gesehen gehen wir jetzt durch die Tür. Das heißt, kein Hausfriedensbruch, oder? Hier ist es schon etwas schöner. Wir steigern uns. Ja, sag ich ja. Das ist doch toll. Das reicht leider nicht für ein ganzes Video. Aber es kommt gleich noch eine Villa. So Leute, wir haben wieder einen Kühlschrank. Wenn einem beim Scheißen die Decke auf den Kopf fällt. Wir sind ein bisschen wohnraumlastig in diesen Tagen. Wir haben ganz viele Wohnhäuser. Ist hier wirklich noch Gin? Man weiß es nicht. Das ist ein Kalender. Ich wüsste nur zu gerne von wann. 69. 68, Notizen der Jahre 69, 68. Also mal abgesehen davon, dass ich nicht weiß, wie man hier aufs Gelände kommt, bin ich der Ansicht, dass man hier von draußen schon ziemlich viel gesehen hat von dem Haus. Da ist nämlich alles abgebrannt. Eventuell ist im Erdgeschoss noch ein bisschen was, aber sonst sind da bestimmt nur Trümmer. Ich habe mir das besser erhofft. Aber wir haben hier in der Nähe fußläufig noch was anderes und deswegen bin ich noch sehr gespannt auf das, was uns gleich erwartet. Richtig kaputt. Die Bushaltestelle hinter mir, die wurde verlegt, denn das Buswartehäuschen, das dieses Hotel mal hatte, ist auch schon lost. Schaut euch das an. Lost Place Bushaltestellenhäuschen. Wo ein Wille ist, ist meistens auch ein Weg. Vielleicht können wir doch mal kurz reinsehen. Also dafür, dass hier nichts ist, ist mir hier zu viel Trampelpfad. Aber ich glaube, hier ist wirklich nicht. Leider ist das Erdgeschoss genauso kaputt wie die Etagen oben drüber. Diese Leiter ist das beste Halt hinter am ganzen Ort. Also hier gibt es wirklich nichts mehr zu erkunden. Am ehesten kann man hier noch was über Architektur lernen. Insbesondere darüber, welche Balken aus Stahl die Etagen halten. Ich
Das war wohl der Fahrstuhlschacht. Sehe ich das eigentlich richtig? Die haben dort und hier den Weg gesperrt, damit niemand hier lang geht und sieht, dass hier ein Loch im Zaun ist. Wahrscheinlich, ne? Statt das Loch einfach zuzumachen, haben sie den Weg gesperrt. Das ist nur in Frankreich. Belgien. Wenigstens ist das Kurzwartehäuschen als Lost Place bequem zugänglich. Ich hoffe nicht, dass das der Lost Place ist. Ich glaube auch nicht, dass das ist. Ansonsten wäre ich jetzt enttäuscht. Ich habe mir da mehr erhofft als das. Mal gucken. Also entweder wurde was geklaut oder das ist nicht der richtige Lost Place. Das ist auf jeden Fall ein Fail. Vielleicht ist dieser Lost Place hier nur so ein Honeypot. Für die, die die Straße nicht zu weit runterlaufen, die denken dann, sie haben den Lost Place gefunden, alles kacke und gehen wieder. Und der wahre Lost Place kommt aber erst 200 Meter weiter. Das hätte jetzt hier auch genauso gut in Mitteldeutschland sein können. In irgendeiner Stadt, in der seit 20 Jahren nicht mehr viel los ist. Und ich vermute mal, irgendjemand sollte seine Zeitung austragen und hat es nicht gemacht. Und jetzt liegen sie hier seit 1994. Das ist ganz schnell zu überblicken, wie die Etagen hier so sind. Das war mal eine Stadtvilla. Und jetzt ist es ein verlassener Zeitungskiosk. Wenigstens kann man sagen, dass das hier mit großer Wahrscheinlichkeit natürlicher Verfall ist und kein Vandalismus. Das macht es ja dann doch wieder auf eine gewisse Weise interessant. Jetzt liegt das Haus auf jeden Fall im Dornröschenschlaf. Das Nachbarhaus sieht mir aber auch zu neu aus. Das ist vielleicht gar nicht verlassen. Nee, oder? Sieht nach frischen Blumen im Fenster aus. Kann natürlich immer mal sein. Aber ich glaube, das ist hier eine Fehlinformation gewesen mit dem Lost Place. Da hätte jetzt eigentlich ein schönes Auto in der Garage stehen sollen, aber es ist gar keine Garage da. Ja, aber keine verlassene Garage. Wir haben jetzt die Fotos aus dem Internet von anderen Leuten von dieser Location abgeglichen. Leider war das vorletzte Haus, das ihr gesehen habt, das, was eigentlich mal ein schönes altes Auto in der Garage hatte und das Auto ist einfach weg. Schade. Und die anderen gucken gerade, ob hinter dem vergammelten Zaun ein Lost Place ist. Da oben steht so ein Haus. Ein paar der Fenster sind zugemacht. Das könnte aber auch Sonnenschutz sein. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das wirklich verlassen ist. Deswegen bin ich da skeptisch. Okay, die anderen kommen schon wieder zurück. Also wohl doch nicht so verlassen. Ich mache mir hier Sorgen, dass wir hier noch in geschlossen Places reinlaufen. Ich möchte nicht, dass das Ganze hier noch in Anzeigen endet, nur weil wir den Lost Place mit dem bewohnten Place verwechselt haben. Ist bewohnt Place? Nee, dieses Place, neues Haus, also neu gebaut da. Ach so, ist noch gar nicht fertig gebaut, deswegen sieht es so aus. Ich würde schon sagen, ja. Ah, okay. Wir stehen jetzt hier in einem verlassenen Sanatorium. Das dürfte für ein Hauptvideo reichen. Deswegen will ich es beim Vlog an dieser Stelle belassen und verweise auf das Video, das dann irgendwann im Laufe der Monate, wenn ich im Winter mal viel Zeit zum Schneiden habe, weil es zum auf Tour gehen zu kalt ist, da wird das dann mal kommen auf dem Kanal. Also unbedingt abonnieren. Und die Glocke noch aktivieren, nicht vergessen. Also fußwegtechnisch sind sie hier ganz schlecht dran. Als Dorf zumindest hier. Also überall, wo wir jetzt hier waren. Ja. Doch. Das ist ein schöner Fluss. Also die Straßenverhältnisse sind genauso schlecht wie in Deutschland. Also nicht überall in Deutschland, aber vielerorts in Deutschland. Straßenschäden, enge Gehwege. Wenn die Gehwege dann schon eng sind, dann steht auch noch ein Verkehrsschild drauf. Oder man stößt sich den Kopf an einem Verkehrsschild. Alles da. So Leute, hier so eine kleine Flasche Bier. La Bière du Spa, 0,33 Liter, ja, 33 Zentiliter, kostet dann mal irgendwie so 2,50 oder so. Das sind hier normale Bierpreise im Supermarkt. So Leute, der Vlog ist fast fertig, aber die Abmod fehlt noch und deswegen sind wir jetzt hier. Mit dem Bier sind wir jetzt schon ein bisschen weiter gekommen. Guck mal, wenn man so eine Frisur hat wie er, dadurch, dass die Biere hier so klein sind, kann man die sich in die Haare stecken. Leider war ich aber beim Friseur. Naja. Hier gibt es sogar Sixpacks mit 8 Flaschen. 8 Dosen, meine ich.
Sixpacks mit 8 Dosen. Ja. Das ist doch geil. 2 Gratis oder was? Weiß ich nicht. Aber in den Dosen ist, da ist so wenig drin, damit schafft man es nicht vom Kühlschrank bis auf die Terrasse mit einer Dose. Da muss man unterwegs, wird man so durstig. Du musst auch 2 Stück mitnehmen. Da brauchst du schon eine Dose, um die Verpackung aufzumachen und eine Dose, um herzulaufen und eine dann zum hier drücken. Genug Gelaber jetzt. Wir sehen uns morgen zum Vlog. Bis dann, mach's gut und... Und wieder geschminkt. Also ich bin dann noch wieder geschminkt. Ich bin jetzt total ungeschminkt jetzt hier gerade. Ach du Scheiße. Weil ich von der Dusche kam. Jetzt drehen wir schnell weg. Ach, ja, schnell. Ja. Okay, wird zensiert. Das war's. Ja.